Guten Morgen, meine Freunde. Euer Coach hier. Sushi. Yes. Jetzt ist wieder heiß geworden in Dubai. Oh, ich schwitze. Und es ist echt heiß. Also 36, 37, 38 Grad. Es ist wieder diese warme Luft. Also wenn ihr hitzeempfindlich seid, jetzt nicht nach Dubai kommen. Es ist echt schön warm. Und heute Abend kommt ein sehr, sehr geiles Video. Heute ist Sonntag. Was macht man anderes an einem Sonntag, als um 20 Uhr ein Video zu gucken, wie man hätte mit 1.000 Euro jeden Monat passiv 3.740 Euro hätte haben können bis an den Rest der Tage und noch mehr. Okay, guck es unbedingt an, teilt es unbedingt. Die finanzielle Intelligenz zu entwickeln ist elementar wichtig in eurem Leben. Okay, so geil. Und guck ich mal in eure Fragen rein. Und was könnt ihr noch? Ach so, heute ist Sonntag. Wenn ihr noch nicht das Webinar zum Matrix-Prinzip geguckt habt, dann unbedingt heute kostenlos. Yes! Dann kommen wieder Krypto-Videos. Heute, da geht es um Kryptos. Dann werde ich noch ein Video machen, wie würde ich 1000 Dollar investieren. Dann kommen noch weitere Videos. Übermorgen kommt ein Video zu Kokumin. Die ganzen Wirkungen und so. Mega geil. Einen Online-Shop haben und dann die Pakete selbst zur Post zu bringen, ist das auch Zeit gegen Geld? Jein, weil man muss ja immer irgendwie anfangen. Man kann ja nicht gleich komplett fertig anfangen. Zeit gegen Geld heißt nicht, und das verwechseln viele, nicht mehr arbeiten. Das heißt ja nicht, du sollst nicht mehr arbeiten. Das heißt nur, wenn du deine Zeit gegen einen bestimmten Betrag eintauschst, dann ist ein Limit da, weil du nicht skalieren kannst. So, also wenn man anfängt, zum Beispiel selber zur Post zu bringen, ist alles gut. Und dann irgendwann setzt du einen Logistiker ein, schaltest Werbung und verkaufst auf einmal anstatt ein Kabel am Tag oder fünf, die du noch selber zur Post bringen kannst, 5000. Und hast dann Logistiker eingesetzt, da bringst du dich natürlich nicht mehr selber zur Post. So genauso wie ich meine Nahrungsergänzung nicht selber verschicke, sondern dass ein Logistiker ist. Und ganz viele schreiben mir, hey Sessi, du hast mir das geschickt. Nein, ich schicke das nicht. Ich könnte nicht so viele Pakete am Tag verschicken. So, das heißt, man geht immer über Zeit gegen Geld. Man baut es auf und dann, wenn man irgendwann da ist, dann sind diese vier Punkte komplett weg. Das ist das Ziel. Ein Krypto-Steuern-Video mache ich definitiv nicht. Da müsst ihr euch selber erkundigen, weil ich lebe in Dubai. Ich habe nichts mit dem deutschen Steuersystem zu tun und ich habe latent schlechte Laune, wenn ich das Wort Steuer höre. Deswegen kein Video. Was wollen deine Kinder später werden? Das gleiche wie John Lennon, und zwar glücklich. Okay, seine Mutter hat ihm immer beigebracht, Junge, ich will, dass du später glücklich wirst. Dann ist er in die Schule gegangen, hat der Lehrer gesagt, was wollt ihr später werden? Hat John Lennon gesagt, glücklich. Dann sagt der Lehrer, Junge, du hast die Aufgabe nicht verstanden. Dann sagt er, nein, sie haben das Leben nicht verstanden. Und genau darum geht es im Leben. Okay? Bei 37 Grad trage ich lange Hosen. Ja, in der Tat, ich habe schon gesagt, ich muss unbedingt losgehen, Hosen kaufen, weil ich habe keine kurzen Hosen mehr. Wenn ich shoppen gehe, dann ist es online, dann sind es Kryptos zurzeit. Keine Klamotten. Immobilien in Deutschland, ja, ich habe ein paar Immobilien in Deutschland. In Dubai noch nicht. Ich werde nur aufgrund der Diversifikation auch in Dubai irgendwann was kaufen, aber zurzeit nicht, weil in dem Bullrun ist es bescheuert, wenn man woanders investiert. Ich frage aber, deine Free-Tour und deine YouTube-Videos haben mein Leben verändert. Genau das ist es. Weil in der Free-Tour ist schon das erste Ziel, einen Klickmoment zu erreichen. Das ist das Hauptziel der Free-Tour. Oh, Sessi, das ist ja geil. Ich folge dir auch schon seit 3 Jahren. Die Free-Tour habe ich noch nicht gesehen. Was ist denn das? Ach, du sagst das öfter in der Story. Ja, aber wo finde ich denn das? Danke von ganzem Herzen. Meine Zysten sind weg. 90% Jodmangel, Schilddrüse. Ich habe das alles im Video erklärt. Okay, 33% von euch nehmen Schilddrüsenhormone. Guckt das Video. Waist Trainer, Hula Hoop, irgendwelche Spezialpillen. Merkt ihr nicht, dass 99% damit keinen Erfolg haben? Und dass 50.000 Menschen im Maximumprinzip Erfolg hatten. Warum macht man sowas? Hab meinen Traumjob gefunden. Dank dir. Danke für alles. Sehr geil, meine Freunde. Sehr geil.
gebt Gas, ihr könnt das wirklich alle schaffen. Punkt. Gibt es nichts zu diskutieren. Alle. Ganz viele von euch fragen zu ganz vielen verschiedenen Coins. Also in Ripple und Travala bin ich auch drin. So, Engine fragen viele. Richtig geile Projekte da draußen. Ich zeige immer mal ab und zu mein Portfolio und screen so durch, dann seht ihr das. Aber weil so viele von euch interessiert sind an den kleinen Coins, mache ich auch ein Video, wie man die kleinen Coins findet, die ein Potenzial haben von 100x, 1000x. Überleg mal, 1000x, 1000 Euro eingesetzt, 1 Million. Die kann man finden. Cecil, 1 Million, ne? Aus 1000 Euro. Das hat noch nie jemand auf der Welt geschafft. Weil sonst hätte meine Grundschullehrerin mir das nämlich erzählt, weil die weiß das bestimmt. Die gehört auch dazu. So, meine Freunde. Ich kann nicht finanziell frei werden, ist so 1990. So, alle Informationen sind heutzutage da, okay? Finanzielle Intelligenz zu entwickeln, was anderes zu machen als der normale Hamsterradjob, ist alles im Matrix-Prinzip erklärt. Finanzielle Intelligenz entwickeln, und da gibt es einige YouTuber, die haben sich nur in einem Bereich weiterentwickelt und Millionen gemacht. So, aber im Matrix-Prinzip ist natürlich, was noch viel wichtiger ist, das Mindset dahinter. Was machst du, wenn du mit einer Sache pleite geht? Was mit deinem Stressempfinden? Eine Sache klappt nicht, oh, ich dreh durch. Beziehung. Du wirst reich, aber hast nur scheiß Beziehung. Geht auch nicht. Das heißt, alles ist im Matrix-Prinzip. Perfekt. Finanziell nicht frei zu werden, ist einfach 1990 und das ist heutzutage keine Ausrede mehr. Okay? Holt euch euer Leben. Doppelmoral. Scheiße. Ich wurde erwischt, weil ich das Lied gepostet habe. Okay, meine Freunde, ich muss jetzt mal weiter. Ich habe noch gar nicht in eure Fragen so viel reingeguckt und sowas, immer so viel zu tun. Habe heute schon ein Video abgedreht über Kurkumin. Das wird kommen. Ist mega geil. Heute Abend guckt das Video unbedingt. Dann plane ich schon die nächsten Videos. Kriege 1000 Nachrichten am Tag. Oh, ist mal so viel zu tun. Mein Tag ist einfach viel zu kurz. So schlimm. Dann muss ich die Videos noch schneiden. Okay, also jetzt gucke ich mal gleich in eure Fragen rein. Beantworte was. Mach vielleicht noch ein paar Posts und bis später. Im Prinzip darin geht es um Gesundheit, Ernährung, Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel, all den Kram. Und im Matrix-Prinzip geht es wirklich so um die ganzen Themen der Persönlichkeitsentwicklung. Und es war für mich wirklich ein Game Changer. Also wirklich, dass du noch schneller durchschießen kannst mit meinen Erfahrungen, die ich gesammelt habe mit dem Matrix-Prinzip. Und ich möchte euch heute mal was erzählen zum Thema Misserfolg und wie mir das Matrix-Prinzip dabei geholfen hat, Lächeln aus dieser Meine Freunde, was ist denn da los? Ich habe gerade gesehen, eure Abstimmung, 44% von euch möchten also lieber 277 Jahre arbeiten, anstatt einen Shop aufzubauen und das gleiche in einem Jahr zu verdienen. Okay. Habe ich die Frage irgendwie komisch gestellt, dass man falsch abstimmen könnte? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, wie dem auch sei, ich habe gerade sehr wichtig das Kurkumin-Video, ich bin das gerade am Schneiden. In anderthalb Stunden kommt das sehr, sehr geile Video, wie man passives Einkommen generiert. Auch wieder, glaubt auch wieder keiner. Und ja, ich habe schon wieder so viele Nachrichten von euch bekommen. Ich komme gar nicht hinterher, aber es freut mich. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht, über eure Erfolge und so. Ich freue mich so mega drüber. Ich poste jetzt vielleicht noch mal ein, zwei, aber ich muss jetzt weitermachen. Und was so schön an der ganzen Sache ist, ist, dass auch nicht nur ich das so sehe, dass man reisen kann und auch reisen sollte, wenn es der Seele gut tut, sondern auch alle, die die Videos von Coach Cecil gucken. Und da fühlt man sich doch echt auch aufgehoben bei der Community, die die ganzen Videos mitguckt und die Lebenseinstellung teilt.
das ist wirklich toll, weil man lebt immer nur sein Leben und nicht das Leben der anderen. Mit diesen Problemchen, mit denen ich mich dann letztes Jahr angefangen habe, intensiver zu befassen, bin ich dann auf das Maximum-Prinzip gestoßen von Coach Cecil. Habe es schon lange in meinem Hinterkopf gehabt, aber ich habe so gezögert, weil ich da. Und Coach Cecil erklärt es einem so gut und so detailliert, dass du am Ende ein kleiner Ernährungsexperte in deiner Familie wirst. Und in diesem Coaching geht es nicht um irgendeine Diät oder auf irgendwas zu verzichten oder sich runterzuhungern. Das ist ganz im Gegenteil. Du lernst, was wirklich, wirklich wichtig ist für deinen Körper. Und Coach Cecil sagt es in Zahlen: 60% mental, 39% Ernährung und 1% Sport. Das beste Beispiel: Sport ist